bereit, das Piratenschiff zu entern. Mit dieser Ansage beschrieb der BBU-Trainer den Status seiner Mannschaft. Das junge Basketballteam aus Salzburg wollte gegen die Wörthersee-Piraten noch eine Rechnung vom letzten Auswärtsspiel begleichen und gingen somit als topmotivierter Underdog ins Match der zweiten Basketball-Bundesliga. Die Salzburger in Schwarz-Gelb holten sich den ersten Punkt und zeigten gleich zu Beginn, wer hier die Hausherren sind. Nach einigen kontrollierten Pässen sieht Fabio Thaler die Lücke und schließt ab. Weiter geht's mit diesem schönen Dreier von Nikolaus Breuer, der völlig ungedeckt auf 5:0 erhöht. Und spätestens jetzt mit diesem Korbleger zum 7:0 nach eleganter Finte von Thaler wussten die Salzburger, dass hier heute die Punkte zu holen sind. Aber die Piraten kommen wieder, hier mit einem Korbleger nach Konter von Tim Huber sowie durch Martin Breithuber nach einem Solo. Es sind gerade die Nachlässigkeiten in der Defense, die den Trainer zur Weißglut bringen. Nach knapp 7 Minuten Spielzeit kommt der Neuzugang aus Lettland, Emil Syrums. Der Distanzschütze soll gleich bei seinem ersten Einsatz für die entscheidenden Punkte sorgen. Zum Ende des ersten Viertels lassen die Salzburger jedoch nach und können auch diesen Dreier der Piraten nicht abwehren, der zum Pausenstand von 18:24 führt. Zweites Viertel. Immer wieder peitscht Smolovic seine Mannschaft nach vorne und zieht oft Fouls. Nun zeigt auch der Lette, was er auf dem Kasten hat und verkürzt auf 22:24. Für einen kleinen Aufreger sorgte zum Schlusspfiff des zweiten Viertels dieser Alley-Oop, den das Schiri-Gespann nicht mehr zählen lässt. Die Salzburger konnten das zweite Viertel für sich entscheiden und gehen mit 39:32 in die zweite Hälfte. Nun die heißeste Phase des Spiels im dritten Viertel. Der Ballverlust von Vasic wird von Huber bestraft. Die Piraten kommen noch einmal auf 4 Punkte heran. Stand 52:48. Doch durch den starken Smolovic und seinen Doppelschlag bauen die Salzburger auf 56:48 aus. Ganz wichtige Punkte vor dem letzten Viertel. Letzte Anweisungen von dem Trainer und ab ins Viertel Nummer 4. Durch einen 6-Punkte-Run bauen die Gastgeber die Führung auf 14 Punkte aus, die sie sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Die höchste Führung des Spiels zum 68:53 erzielte 5 Minuten vor Schluss der sehr präsente Milan Kecic. Die Gäste spielen sich zwar 2 Minuten vor Ende noch auf 6 Punkte heran, jedoch erweisen sie sich dann meist zu unpräzise vor dem Korb, wodurch die Salzburger den Abstand bewahren und letztlich das Spiel mit 72:65 gewinnen. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel heute deiner Mannschaft? Ja, wir haben gewonnen. Also dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Es hätte natürlich besser sein können, aber a win is a win. Es hat schon gepasst. Und ich habe gewusst, es wird hart. Sie sind nicht umsonst auf der Tabellenplatz 5 im Moment und wir am letzten. Und man hat aber auch von Anfang gesehen, dass unsere Chancen da sind. Wir hatten dann wieder einige Flüchtigkeitsfehler und waren etwas nervös, warum auch immer. Und haben aber dann sehr gut ins Spiel gefunden und den Vorsprung gut verwaltet. I'm happy because we won, and I think that's the main. First, I wanna pass tryout and get into the team, and then of course playoffs. Im nächsten Spiel geht es auswärts gegen Dornbirn, wo nicht nur ein starkes Team, sondern auch die meisten Zuschauer der Liga warten. Mit dem Heimsieg im Rücken werden die Salzburger jedoch voller Optimismus zum Auswärtsspiel fahren.